das war's jetzt soweit mit meinem Sprintprogramm. Jetzt folgt noch Bootsvermessung und danach Streckenbegehung bzw. Streckenhängung. Und dann ist morgen auch schon Renntag. Guten Morgen zusammen. Wir haben heute Donnerstag. Heute ist der letzte Tag vor dem Wettkampf, bevor es morgen mit der Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft im Kanuslalom und die deutsche Meisterschaft losgeht. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit auf einen typischen Tag, wie meine Rennvorbereitung aussieht. Grundsätzlich schaue ich immer so am letzten Tag vor dem Wettkampf, dass ich einfach immer noch mal ein gutes Gefühl kriege und den Körper langsam anfange, auf den Wettkampf einzustimmen. Ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Bäcker, um nochmal ein schönes Frühstück zu haben. Jetzt ist nochmal die letzte Wassereinheit. Es sind heute nur 45 Minuten, normal sind es 60 Minuten. In dieser letzten Einheit probiere ich eigentlich immer noch mal ein gutes Gefühl fürs Wasser zu kriegen und um dann einfach mit einer positiven Einstellung in den Wettkampf zu starten. Jetzt kommt noch mal ein Sprintprogramm, bestehend aus 4 Sätzen, a 4 Fahrten, wo ich jeweils kleine Variationen vornehme. Das war's jetzt soweit mit meinem Sprintprogramm. Jetzt folgt noch Bootsvermessung und danach Streckenbegehung bzw. Streckenhängung. Und dann ist morgen auch schon Renntag. Ich bin jetzt hier bei der Streckenhängung der Wettkampfstrecke. Sieht soweit vom Grundcharakter der Strecke eigentlich ganz gut aus. Jetzt sind da gleich Vorfahrer drauf. Morgen geht es dann mit dem Wettkampf los.